Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Typisch Deutsch. Wir haben uns zum Fest auch gleich selbst beschenkt mit einem neuen Studio. Ja, mein heutiger Gast, der ist ein Musiker, der sagt, wenn mein Cello hüstelt, dann habe ich Grippe. Heute ist er bei bester Gesundheit. Herzlich willkommen, Thomas Beckmann. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ja, seit 20 Jahren setzt sich der Cello-Virtuose sich und seine Musik dafür ein, um anderen zu helfen. Mit Benefizkonzerten sammelt er Geld für Obdachlose und er spielt vor erlesenen Zuhörern. Kürzlich saß der Papst im Publikum. Mit Thomas Beckmann spreche ich über Wärmestuben, Wohltätigkeit und Weihnachten und natürlich über das Leben in Deutschland. Herr Beckmann, Cello ist jetzt nicht so ein Instrument, was man als Kind sich freiwillig aussucht, oder? Da will man doch lieber Gitarre, Schlagzeug, vielleicht Klavier. Wie sind Sie zum Cello gekommen oder kam das zu Ihnen? Ich komme aus einer musikliebenden Familie und zwei Brüder spielten Geige und einer Klavier. Da fehlte schon ein Cello. Von daher bot sich das an, dass wir auch Kammermusik machen konnten. Und als ich dann zum ersten Mal ein Cello im Konzertsaal gehört habe, und ich war gerade so klein, dass ich über die Rampe gucken konnte, da und den Bonawachs nur roch vom Fußboden dieser Bühne, da habe ich gedacht, ich möchte genau wie der Celliste diese wunderbaren Kantilenen, diese wunderbaren Melodien gespielt hatte, möchte ich die auch einmal vortragen können. Und das hat mich also sehr in dem Herz ergriffen, dieser warme, melodiöse Klang des Instrumentes. Aber es ist ein schwieriges Instrument, ne? Also es braucht lange, bis man ja, leider ist das einen geraden Ton rauskriegt. Ja, genau. Bei einer Geige zum Beispiel kann man, wenn die Hand hat so und man spielt nur so einmal über alle vier Seiten, kann man direkt ein Lied spielen. Ja. Aber beim Cello muss man direkt irgendwie rumspringen auf dem Griffbrett und das erschließt sich einem. Also die Anbahnungsphase, um das Instrument zu lernen, ist leider ziemlich lang. Also vielleicht 4 Jahre, bis man dann doch etwas mehr spielen kann. Das ist die Hürde ist groß, aber man wird nachher unwahrscheinlich belohnt. Was haben Sie für eine Beziehung zu Ihrem Instrument? Freund, Feind, Partner? Nein, das ist also wie ein ganz guter Freund, ne? Das Cello ist ja auch wie ein Mensch. Es hat ja auch die Formen einer Frau. Also mit so und noch, seitdem er hat 2 Rundungen. Und so ergeht es mir auch, wenn ich das Instrument spiele. Wenn man mal denkt an Orpheus und Eurydike, der Eurydike aus dem Hades holte und er durfte sich nicht umblicken. Und so denke ich immer, wie es mit meinem Cello ist, wenn ich spiele im Konzert, dann darf ich nur nach vorne denken. Und wenn ich mich über Fehler oder irgendetwas anderes ärgern würde, dann wäre es so, dann wäre das Konzert geschmissen und Eurydike wäre weg. Und so ist ein Cello, weil es ja auch so alt ist und das Leben seiner Vorgänger in sich trägt, wie so ein Methusalem-Tier. Es ist wie ein alter Baum. Ihr Cello hat einen Namen, das heißt der Bettler. Der Bettler. Mhm. Wie kam es dazu? Als wir das Cello ist von Guadagnini und mein Vater legte quasi das gesamte Geld, was die Familie hatte, auf den Tisch, um dieses Instrument zu kaufen. Damals war das für uns noch erschwinglich, denn es war als vor der Zeit des Eisernen Vorhangs. Und da hat der Verkäufer gesagt, dass dieses Cello einem Bettler aus Paris gehört hat und deshalb den Namen Il Mendicante trägt, denn er hat das, man hat nachher bei seinem Tod in seiner Dachwohnung einige Geigen gefunden und dieses unglaubliche Cello, was er selbst um den Preis der Armut nicht hergeben würde, weil es einen solch fantastischen Klang hat und bis in den letzten Winkel der großen Säle trägt. Und der hat gesagt, das ist so. Und als der Autounfall war, den meine Frau und ich im Dezember 95 hatten, da musste das Ganze auseinandergenommen werden. Und da stand das auch in dem nicht einsehbaren Oberklotz innen in dem Cello drin, Il Mendicante. Und mich hat diese Geschichte auch immer sehr dann mit dem Schicksal der Obdachlosen zusätzlich verbunden und mich an dem Thema drangehalten. Ja, da kommen wir noch zu. Wie viele von dieser Celli gibt es eigentlich weltweit? Also Guadagnini war einer der großen Turiner Bauer, 250 Jahre sowas etwa alt. Wie von 1760, also in der Werkstatt von Stradivari. Stradivari hat ungefähr 4000 Instrumente gebaut, davon vielleicht 500 Celli. Und wenn es heute, ich schätze mal, dass es noch 100 Stradivaris gibt und diese Instrumente wurden ja in einer Werkstatt mit den Lehrlingen zusammengemacht. Das war ja nicht so, dass nur einer daran war. Und deshalb, also ich schätze an Guadagninis, vielleicht auch noch mal so, das waren etwas weniger, vielleicht 80, so schätze ich es ein.
Also eigentlich weiß man auch, wo sie sind. Wer die hat, wo die sind. Ja, die haben natürlich. Warum kann man sowas heute nicht? Wir sind doch technologisch so weit vorne. Warum kriegt man das nicht noch mal so hin? Diesen Klang. Den Klang. Also ich glaube, dass das Geheimnis nicht so sehr in der Bauart oder in dem Lack liegt. Es gibt heute ja hervorragende Geigenbauer auch. Aber ich bemerke, dass mein Cello mit jedem Konzert, was ich gebe, besser werde. Wenn man das in großen Hallen spielt und dann verändert sich das Instrument, das lebt mit. Es verändert sich irgendwie die molekulare Struktur des Holzes. Das wird irgendwo lockerer. Mhm. Der Klang geht ja da durch und das vibriert. Also es ist das Alter, was es ist. Das ist also das gespielte Alter, nicht? Ja. Wenn es nur so stände, wäre es nicht. Ja. Das ist durch viele Hände gegangen und dann immer von guten Leuten. Ja. Die Stradivaris, die sind ja damals auch von Paganini und so. Ja. Die sind von guten Leuten gespielt werden, die auch immer in Sälen gespielt haben. Und so trägt jedes Instrument die Seele der Vorgänger, die das gespielt haben, in sich. Und wenn da mal einer dabei ist, der das schlecht behandelt, dann dauert es fast ein Menschenleben, um dieses Instrument wieder, das ist wie bei einem Kind, man muss also quasi die Stärken des Instrumentes oder eines Kindes besonders fördern und mit den Schwächen pfleglich umgehen. Man darf das nicht vergewaltigen, sodass die Schwächen so ein bisschen eingebunden werden und wie ein Zopf geflochten werden in den Klangstrom dieses Instrumentes. Also ein Cello hat so eine Art Karma. Das hat es, das hat ein Eigenleben. Das atmet den Geist und den Odem der Vorbesitzer, die es haben. Und deshalb ist auch ein Cello, die größten Celli sind teurer als die Orgel von Notre Dame. Weil das ist etwas, wenn man also zum Beispiel ein Bild sieht, ein Bild von Picasso oder so, das sind Bilder, der Schaffensprozess fand statt und dann können wir uns das im Museum nachher wieder angucken. Aber es ist fertig. Es ist fertig. Ja, ja. Während so ein Instrument lebt und die Gefahren, die das auch beim Reisen, das kann auch schon kaputt gehen, dann ist es nichts mehr. Ja. Wenn also der Stimmstock, die Decke und der Boden eines Instrumentes, die sind mit einem Stock verbunden und wenn der reinschlägt, dann war es das. Dann war's das. Mhm. Ja, das Cello wäre nichts ohne Thomas Beckmann. Wenn er spielt, wirkt er entrückt. Thomas Beckmann lässt sein Cello singen. Einen Großteil des Jahres tourt er durch deutsche Städte, gibt Benefizkonzerte für Obdachlose. Geboren wird Thomas Beckmann 1957 in Düsseldorf. Schon als Kind hat ihn der Klang des Cellos fasziniert. 1992 zieht er mit seiner Frau, der Konzertpianistin Kayoko Beckmann, in das Haus, in dem das Komponistenpaar Robert und Clara Schumann seinen letzten Wohnsitz hatte. Ehrenhalber dürfen die Beckmanns dort wohnen, das hat die Stadt Düsseldorf so beschlossen. Kayoko Beckmann, die Schumann-Expertin, lebt seit rund 10 Jahren größtenteils wieder in Japan. Dort lässt sie die Spätfolgen eines Autounfalls therapieren, den das Paar 1995 erlitt. Regelmäßig besuchen die beiden einander. Der Tod zweier obdachloser Frauen, die im Winter 1993 mitten in Düsseldorf auf der Straße erfroren, ist für Thomas Beckmann ein Schlüsselerlebnis. Er sammelt und verteilt Schlafsäcke und gründet 1996 den Hilfsverein Gemeinsam gegen Kälte. Der sammelt Geld und unterstützt Einrichtungen wie die Suppenküche des Franziskanerklosters in Düsseldorf. Im musikalischen Bereich ist mir das natürlich nirgendwo anders bekannt. Das ist das Einzigartige, dass er seine Musik einsetzt für soziale Hilfe. Für sein musikalisches und soziales Werk wurde Thomas Beckmann schon vielfach ausgezeichnet. Und heute ist er zu Gast bei Typisch Deutsch, Thomas Beckmann. Wie praktisch. Sie dürfen im letzten Haus der Schumanns wohnen. Das ist ein großes Privileg, oder? Das ist ein großes Privileg. Ich wollte eigentlich immer mehr einen Bauernhof mal so ausbauen in der Eifel und so etwas naturverbundener leben.
und waren nicht so unbedingt ein Stadtmensch. Aber die Wohnung von Clara und Robert Schumann, die hat mich schon als Jugendlicher sehr interessiert, weil ich da nebenher ich war im Görres-Gymnasium auf der Königsallee in Düsseldorf und das ist nur einen Steinwurf entfernt und ich bin da oft vorbeigegangen. Sie kannten das? Ich kannte das Haus und ich las auch vor allen Dingen die Liebesgeschichte. Und Clara und Robert Schumann haben das gegen Widerstände des Vaters gemacht und wollten dann, haben geklagt auch. Und ich komme aus einem strengen katholischen Elternhaus, da war das auch alles nicht so einfach mit der Freundin. Und da fand ich das schon, dann die Musik so wunderbar. Und meine Frau, die ist aus Tokio gekommen und ihr erster Gang war vom Flugzeug zum Schumann-Haus, weil sie wegen Schumann nach Deutschland gekommen ist. Und so haben wir uns über Schumann gefunden. Und der Rat der Stadt Düsseldorf wollte, dass die Wohnung gezielt vergeben. Von dort hat sich Schumann in den Rhein gestürzt und ist dann ja jämmerlich in Bonn-Ende nicht in der Nervenheilanstalt zugrunde gegangen. Da ist das eine besondere Wohnung und es brauchte fast ein Jahr, um mich erstmal zu lösen von dieser. Ich wollte auch nicht so ein Schuhmännchen sein, sondern lieber ein kleiner Beckmann als ein großes Schuhmännchen. Und haben Sie da jetzt lebenslanges Wohnrecht? Oder kann Sie die Stadt da rauswerfen? Nein, das ist ein ganz normaler Mietvertrag, so wie es ist. Ne? Und ich glaube, da werde ich wohl mein Leben lang bleiben. Das ist ja keine schlechte Nachricht. Keine schlechte Nachricht, ja, genau. Es ist rund um dieses Schumann-Haus viel Dramatisches passiert. 1993 sind in unmittelbarer Nähe zwei Frauen im Winter erfroren. Das war der Beginn, die Initialzündung für ihre ganzen sozialen Aktivitäten. Wie ging das los? Also es ging eigentlich los, als ich mit meinem Vater das erste Mal spazieren ging zum Rathaus. Da war ich 5 Jahre. Und da habe ich zum ersten Mal einen Bettler gesehen, der dort einen Hut hatte. Und da habe ich gesagt, Papa, was ist das für ein Mann? Warum sitzt der da? Und da hat mein Vater gesagt, das ist ein armer Mann. Das kannte ich ja gar nicht, arme Männer. Wir kommen aus so einem normalen Beamtenhaushalt, also normale Verhältnisse. Und gab dem 50 Pfennig. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, und wer kümmert sich um den Mann? Und da sagte mein Vater, der war Volkswirt, der Staat. Mhm. Und da habe ich gesagt, wer ist der Staat, Papa? Wer ist der Staat? Und da hat mein Vater gesagt, der Staat sind wir alle. Und da habe ich mich da aufs Pflaster geschmissen. Ich weiß das noch und meine Mutter und auch mein Vater haben mir das berichtet und habe da rumgeschrien, wenn sich alle um den kümmern, warum sitzt der Mann da? Und genau das gleiche Phänomen war dort in der Altstadt. Das Erschütternde war ja nicht alleine, dass sie tot waren, sondern dass da Tausende von Patienten vorbeigingen und gegenüber im Fischhaus Maaßen die Austern knackten und durch die Butzenscheiben sich das anguckten, wie die dann im Schuhgeschäft von Deichmann leicht bekleidet oder zu ungenügend bekleidet bei der Kälte lagen. Da musste man sich ja klar machen, dass das überhaupt nicht geht. Und da haben die alle gedacht, da kümmert sich der Staat drum und nicht wir. Und wenn man abends im Fernsehen große Galashows sieht, gerade jetzt zu Weihnachten, wo die Not in fernen Ländern mediengerecht aufbereitet wird, dann wird nach dem dritten Pilz gerne ein Überweisungsträger unterschrieben. Mhm. Und das ist ja auch richtig, das sollen die Leute ja machen. Aber das kann nicht dazu führen, dass wenn man auf der Straße geht und man sieht die Leute da sitzen, dass man sagt, da soll sich erstens der Staat drum kümmern, denn sie sitzen ja da. Und zweitens, die wären selber schuld. Denn abgesehen davon, dass man auch Menschen helfen muss, die es nicht verdient haben oder die was schuld sind, käme man mit diesem Schuldgedanken gar nicht weiter. Dann könnte man ja auch sagen, Leute, die auf dem Balkon von der Lungenheilanstalt sitzen, in der Uniklinik so und so und rauchen, die therapieren wir nicht. Oder welche, die AIDS haben, die hätten mal vorher aufpassen sollen. So kann man es nicht sehen. Und die Obdachlosigkeit vom Thema der Schuldfrage zu befreien, das war neben der konkreten Hilfe 93 für Schlafsäcke und Isomatten zu sammeln, das eigentliche gesellschaftliche Ziel. Spielte Ihre katholische Erziehung auch eine Rolle? Schon, ja. Also ich bin lauer Katholik. Meine Frau nahm die Pille. Okay, also ja, das ist pragmatischer Christ. Ja. Da ist nichts Schlimmes dran, kann ich nicht finden. Aber sagen wir mal, was wäre die Gesellschaft
ohne die Kirche. Ja. Man hat es ja im Kommunismus gesehen, oder man sieht es auch bei Kindern, die also völlig ohne jeden Glauben erzogen wurden. Diese ganzen Werte, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, die müssen dann ja auf einer anderen Grundlage irgendwo beigebracht werden. Auf welcher? Ja. Und sagen wir, ich war früher Messdiener und in der Kinderbibel stand es drin, was zu tun war und was zu lassen war. Das war kindgerecht aufgearbeitet, ja, und einfach. Und das ist schon ein großer Verlust. Und wenn dann in der Schule mit 14 Jahren der Ethikunterricht passiert, dann ist die Sache eigentlich gelaufen. Dann ist die Messe gelesen, um im Bild zu bleiben. Gelesen. Herr Beckmann, in einem reichen Land wie Deutschland, in diesem Winter ist bereits ein Mann erfroren. Wie kommt es, dass es dann, die Zahlen gehen weit auseinander, aber viele tausend Obdachlose gibt? Finden die wirklich kein Dach über dem Kopf? Es hat jeder einen Anspruch drauf, das ist klar. Der Druck auf die Wärmestuben wird immer größer. Es ist nicht so, dass da die Leute abgewiesen werden. Man sieht ja, selbst mit den Bussen werden sie herbeigefahren. Aber es gibt doch viele Einschränkungen, die verhindern, dass Leute da hingehen. Zum Beispiel Öffnungszeiten. Mhm. Das ist jede Stube, wir reden jetzt dann über Notunterkünfte, das sind Nachtaufnahmen. Eine Nachtnotunterkunft. Da gibt's ein Bett. Da gibt's ein Bett. Ja. Und da sind, ja, manche machen um 8 Uhr zu. Mhm. Da sind die Leute noch nicht da. Mhm. Und in manchen herrscht Alkoholverbot. Mhm. Und bei 80 Millionen Menschen, fast 90 Millionen Menschen, da gibt es eben vielleicht 80.000, die wollen weiter trinken. Mhm. Was machen wir mit denen? Mhm. Die lassen sich das nicht verbieten. Und da müssen wir auch irgendwie was für schaffen. Oder die haben Hund, dann geht das mit Hunden nicht. Oder sie kommen mit Pärchen. Dann kommen als Pärchen. Wenn die schon mal eine Beziehung aufbauen, da muss man Gelegenheiten schaffen, dass die rein können. Mhm. Das wird deshalb manchmal nicht gemacht, weil es natürlich auch Probleme mit sich bringen kann. Stiftet Randalieren, dann Differenzen Unruhe. Kommen, ja, Unruhe, ja, ja. Wird gestritten und so. Und das sind so Gründe. Oder das also auch dann, natürlich gibt es heute noch die großen Schlafsäle. Und da wird gestohlen auch. Obdachlose sind nicht lauter liebe Leute. Viele kommen aus dem Gefängnis. Und man müsste die Standards doch haben, dass das nicht mehr in so großen Gruppen ist und dass die finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um auch diese Menschen menschenwürdig unterzubringen, menschenwürdig leben zu lassen. Und wir versuchen dann immer auch ein bisschen was extra zu machen mit unserem Verein, dass es ein bisschen schön und nett ist. Ja, und gemeinsam gegen Kälte, das ist Ihr Verein. Ja, den habe ich dann gegründet. 1,5 Millionen Euro haben Sie eingespielt. Durch die Konzerte und Spenden, die dann kamen und so. Benefizkonzerten. Ja. Ging das gleich so los oder hat sich das entwickelt? Kommen die Leute stecken ihnen Geld zu, die sich's leisten können? Hilft ihnen die Politik oder sind sie immer noch ein Einzelkämpfer? Also der Spendenaufruf 1993 in Düsseldorf für Schlafsäcke und Isomatten brachte 50.000 Mark. Und da ich keinen Verein hatte, das ist sehr viel Geld gewesen. Das war schon ganz blitzartig. Ganz ordentlich, ja. Aber Gemeinsam gegen Kälte war auch die erste private Initiative zugunsten Obdachloser. Da war das Thema neu. Gab's noch nicht davor? Gab's noch nicht. Da gab's nur also die Kirchen und der Staat selber. Aber privat gab's nichts. Und es ist dann im Jahr 94 der segensreiche Tafelgedanke entstanden und die Obdachlosenzeitungen. Und mich haben früher viele, das, was ich dort machte, das ging über die dpa. Und da war das direkt in 700 Zeitungen drin. Und viele riefen an, das zu machen. Und ob ich das auch in anderen Städten gründen könnte. Und das habe ich mir nicht zugetraut, weil ich gar nicht wusste, wie ich das organisatorisch als Sozialdezernent der Nation oder so machen könnte. dann habe ich aber im Jahr 95 nach unserem schweren Autounfall das dann in allen Städten über 500.000 Menschen aufgebaut. Das sind 23 in Deutschland. Und heute sind es 100 Städte und steht auf den Säulen der beiden Kirchen und der Stadtverwaltung. Und diese 1,5 Millionen, von denen Sie sprachen, eben fiel in dem Film der Satz Tropfen auf den heißen Stein. Für uns als kleiner Verein, wir sind nur 11 Mitglieder, ist das viel Geld. Aber um das
Problem zu lösen, natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist gar nichts. Da geht es natürlich um Milliarden. Und die müssen vom Staat auch kommen. Ja, wir alle sind, wie wir gelernt haben. Also insofern ist das, was die machen, ja auch ein Gemeinschaftswerk. Ja, viele Leute geben was. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie praktisch zwei Tourneen, eine Spendentournee? Und Sie müssen ja auch von irgendwas leben. Also eine, ich sag mal, offizielle. Ja, ich habe zum einen habe ich Einzelkonzerte, private Konzerte und dann Einnahmen aus meinen Platten. Mhm. Und ich habe das 10 Jahre lang komplett ehrenamtlich, diesen Verein da geführt. Und als nachdem meine Frau so krank geworden ist, die hat immer mitverdient mit Klavierstunden und so. Mhm. Und Geld kostete quasi in Japan noch, denn da ist sie nicht versichert gewesen, war nur in Deutschland versichert, spiele ich die Konzerte weiterhin ohne Gagen, aber um das alles zu organisieren. Der Verein ist selber auch der Organisator, der Veranstalter dieser Konzerte und sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch, bekomme ich wie der einfachste Job in einer Wärmestube Geld nach BRT4B oder so, damit die Miete und so gezahlt werden kann. Das heißt aber, Sie wären persönlich reicher, wenn Sie diese Konzerte, ich sage jetzt mal, für die eigene Tasche gespielt hätten. Dann hätte ich vielleicht dieses Geld im Rücken, was wir erwirtschaftet haben. Dann wären Sie jetzt Millionär. Vielleicht durch die Konzerte, da wäre das vielleicht so. Man kriegt natürlich dadurch, dass das gemeinnützig ist, werden schon mal Plakate umsonst ausgehangen. Aber ich habe ja, bevor ich den Verein machte, ich bin 86 angefangen, habe ich meine Tourneen gemacht und spielte hier in der Berliner Philharmonie, mietete ich mir auch selber an und spielte davon. Und das habe ich zugunsten des Vereins aufgegeben, denn man kann nicht 50 Konzerte in Deutschland für den Verein machen. Mhm. Damit gräbt man sich den eigenen Markt ab und dann nochmal wieder kommen ins, in die gleiche Stadt. Dann sagen die, der war ja schon da, da kommen die Leute nicht mehr. Die verstehen dann auch nicht, dass eine... Ja, das, so erstmal, das wäre auch noch was, ob sie es verstehen würden. Das ist nämlich auch noch ein Problem. Also das, was ich kann anspielen, mache ich im Wesentlichen für den Verein. Und dann habe ich, ich werde auch ab und zu eingeladen. So, dann hat der Papst eigentlich auch gespendet? Das war die große Frage, was passiert, ob man jetzt noch einen Stradivari-Cello kriegt oder sowas. Und dann kam der Brief, ich meine, dass man da spielen durfte, das ist ja unwahrscheinlich, das Konzert meines Lebens gewesen. Und da stand dann drin, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Papst Ihr Geschenk annimmt. Und da wusste ich, was das auf Deutsch gesagt hieß. Also wir haben selbst den Flügel dahin mitgebracht. Also in Castel Gandolfo war kein Flügel. Ja. Und den haben wir noch angemietet dafür. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wenn Thomas Beckmann nämlich nicht in Sachen Obdachlosenhilfe unterwegs ist, dann gastiert er schon mal in Castel Gandolfo zum Beispiel letzten August, da wo der Papst den Benedikt der 16. im Sommer die Ferien macht.
Ja, Herr Beckmann, Sie sagen, das war das Konzert Ihres Lebens. Mhm. Waren Sie zufrieden mit sich? Waren Sie gut? Mit sich selber kann man eigentlich da nie zufrieden sein. Und ein Konzert ist immer, das ist immer ein Austarieren. Mhm. Nicht? Aber war es besonders? Es war besonders und es war zu besonders, um wirklich aufgeregt zu sein. Ja. Es war insbesondere deshalb auch besonders, weil der Papst eine wunderbare Rede nachher gehalten hat, mhm. in der er folgenden Brückenschlag gezogen hat. Er hat gesagt, es war wunderbar gespielt und wir waren alle ganz ergriffen. Und dann hat er gesagt, wir feiern heute das Fest der Heiligen Clara. Und die Claritas, die kommt aus dem Schönen. Und das Schöne haben wir hier gehört. Und das Schöne hat etwas mit dem Guten zu tun. Da gibt es auch so einen Vergleich von Lessing. Ein Bogen, der schön ist, der schießt auch gut. Mhm. Und diesen Gedanken griff er da auf und sagte, und deshalb verstehen wir, dass aus der Schönheit, die die Musiker in ihrem Spiel erleben, auch das Bedürfnis entsteht, etwas Gutes zu tun. Und das machen sie hier reinsten Herzens und das ist kein aufgesetzter Selbstzweck, sondern das ist eine Sache, die ernst zu nehmen ist und im Moment öffnet uns die Kirche auch die Türen in die ganze Welt. Und da war ich sehr froh, dass Gemeinsam gegen Kälte als eine Bewegung verstanden wurde und nicht als so ein aufgesetztes Charity-Getue, was es auch gibt und wo es nur um Geld geht. Mit Geld ist das Problem der Obdachlosigkeit und auch der Armut, der Altersarmut jetzt, das hat auch was mit Hinwendung zu Menschen zu tun, nicht alleine zu lösen. Haben Sie mit dem Papst auch noch persönlich gesprochen? Ja, ich habe mit ihm persönlich gesprochen, zweimal. Einmal alleine und einmal mit meiner Mutter. Und als ich mit ihm alleine sprach, der Papst, der guckt einen immer so lang an, der guckt einem lang in die Augen. Mhm. Was man normalerweise nicht macht, wenn man so sich fixiert. Der Papst kann sich das erlauben, auch in dem Moment. Und er guckte mir so in die Augen. Mhm. Und dann hat er lange Pause, dann hat er gesagt, wenn Sie spielen, ist das schon etwas Besonderes, sagte der. Habe ich gesagt, wie toll und wie schön, dass ich kommen durfte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe gehört, als Sie auf dem Katholikentag in Köln waren, da haben Sie um einen Kölsch gebeten, ein Bier, ein Kölsch, und dass sie gerne Kölsch trinken, hat er mich so angeguckt und hat gesagt, eigentlich nicht. Und ich hatte eine Flasche Altbier in der Tasche, weil das Cello segnen, Düsseldorfer Grundnahrungsmittel, ich, genau, ja. Das Cello und jetzt Cello segnen so und dem Papst die Hand geben, dann hatte ich mir die in die Tasche gesteckt. Ja. Und jetzt konnte ich ja nicht sagen, hier frech werden und sagen, deshalb habe ich ja auch ein Alt mitgebracht. Ja. Das ging nicht. Und dann habe ich gesagt, ich darf es dann beim Personal abgeben. Ja. Und danach war ich so aufgeregt, dass ich wieder mitnahm und als ich am Flughafen war, haben sie gesagt, was ist das, ein Bier? Dann stand ich vor der Wahl, sofort austrinken oder weg damit war das die Konsequenz. Ja. Sie haben zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit Ihrer Frau zusammen gespielt, da beim Papst. Ja. 1995 hatten Sie einen schweren Unfall, hat Ihr Leben schon auch dramatisch verändert. Schon verändert, ja, sehr. Was ist da passiert? Wir haben uns nach einem Konzert von Berlin am 30. Dezember, da war es sehr kalt, 12 Grad unter Null, da überschlagen auf der Autobahn, weil der Reifen platzte. Und zum Glück waren andere wenig Autos da, aber Cello ging kaputt. Und als Spätfolgen davon hat meine Frau einen Riss an der Dura bekommen. Die Dura ist ein Kanal, der im Rückgrat hinten verläuft. Mhm. Das Gehirn schwimmt ja im Liquor, in der Flüssigkeit, und die wird zirkuliert durch den Körper. Und diese Krankheit, die ist in Deutschland nicht bekannt. Die ist nur in Japan bekannt. Mhm. Also die Deutschen erkennen diese Krankheit nicht. Wenn man heute ein Schleudertrauma hat, da wird man geröntgt, ob der Nacken in Ordnung ist, also die Wirbel gebrochen sind. Und wenn nicht, dann heißt es Krankengymnastik. Ja, und dann kriegt man diese Krause. Die Manschette an so und dann zwei Wochen und dann kommt Krankengymnastik. Ja. Aber dieser Riss in der Dura im Nierenbereich, der führt dazu, dass die Leute anfangen zu taumeln, nicht mehr essen können, Gleichgewicht verlieren, stärkste Kopfschmerzen, depressiv werden und also das Leben kommt so an die Grenze, dass der Patient empfindet, dass es sich nicht mehr lohnt zu leben und keine Kraft auch noch hat, sich umzubringen. Also es ist eine ganz furchtbare Krankheit. Die Japaner schätzen davon, dass es in Japan ungefähr 300.000 Menschen gibt, die diese Krankheit haben, die in der Psychiatrie landen. Und in Deutschland schätzen die, dass es in etwa 100.000 sind.
Und das kann man, die aber nicht erkannt werden. Nicht erkannt werden. Mhm. Und die, das kann man, es sind viele Leute, die mit Kopfschmerzen, die gar nicht wissen, was bei ihnen los ist. Und weil das kommt 5 Jahre später oder 3 Jahre später erst. Aber der Unfall war die Ursache. Der Unfall war die Ursache. Ja. Und dann sind wir mit den bildgebenden Verfahren, also mit MRT und so weiter dahin, das groß in den Zeitungen in Japan gewesen, die neue Krankheit wurde erkannt. Ja. Dann sind wir mit unseren Bildern dahin gegangen und dann haben die Japaner gesagt, es sind zwar veraltete Geräte, aber man kann es trotzdem gut sehen. Und haben das mit dem Kugelschreiber da eingekreist. Das heißt, Ihre Frau muss in Japan behandelt werden, weil es in Deutschland keine Möglichkeit gibt. Ja, da gibt's, die Ärzte schließen sich dieser Meinung nicht an oder erkennen das nicht so. Und meine Frau ist jetzt wieder so gesund, dass sie da spielen kann. Ja. Und in Deutschland wäre sie unserer beiden Meinung nach verstorben, die wäre tot. Mhm. Düsseldorf, Ihre Heimatstadt ist ja die größte japanische Community in Deutschland. Ne? War das für Ihre Frau auch ein Grund, nach Düsseldorf zu kommen? Das kam hinzu. Ne? Ist ganz toll. Und eine gute Musikhochschule haben wir in Düsseldorf, Düsseldorf und Köln. Mhm. Und Düsseldorf ist sehr japanophil. Viele Japaner, Geschäfte, wo man einkaufen kann und auch Restaurants. Ne? Also in Japan, das Essen ist ja ganz was Tolles in Japan. Und da so ein bisschen Anteil haben zu können in Düsseldorf, ist wunderbar. Ja. Roher Fisch. Ja, immer nur Sauerbraten ist auch keine Lösung. Meine Damen und Herren, Düsseldorf ist nebenbei auch noch die Hauptstadt des tollsten Bundeslandes, nämlich Nordrhein-Westfalen. Die Stadt steht für Mode, Kunst und vor allem fürs Altbier, hatten wir schon. Berühmt ist die lange Flaniermeile, die Königsallee, kurz Kö genannt. Der Kögraben verläuft entlang der berühmten Königsallee. Hier sind die wichtigsten Modelabels vertreten. Sehen und gesehen werden. Wie auf einem Laufsteg flanieren hier Düsseldorfer und Touristen. Besonders zur Weihnachtszeit ist der Einkaufsbummel auf der Königsallee ein Erlebnis. Hier ist ja schick. Hier ist ja eine von den größten Sehenswürdigkeiten hier in Düsseldorf. Gerade in der Weihnachtszeit ist es schön beleuchtet. Also wir mögen die Königsallee. Düsseldorf gehört zu den wohlhabendsten Städten Deutschlands. Künstler Josef Beuys und Kurfürst Johann Wilhelm drehen auf dem Weihnachtsmarkt ihre Runden mit anderen berühmten Söhnen der Stadt. Hier zählt vor allem rheinische Gemütlichkeit. Gefeiert wird im Winter mit Glühwein und das ganze Jahr hindurch mit dem für Düsseldorf typischen Altbier. Das ist Grundnahrungsmittel eines jeden Düsseldorfers. Oder zumindest die Grundlage für einen Kneipenabend in der Altstadt. Ja, das Grundnahrungsmittel jeden Düsseldorfers. Wir haben gelernt, selbst wenn Sie zum Papst fahren, haben Sie sicherheitshalber eine Reserveflasche dabei. Wir müssen unsere Zuschauer aus fernen Ländern, die mit den Eigentümlichkeiten des Rheinlandes nicht ganz vertraut sind, mal ein bisschen aufklären. Düsseldorf und Köln liegen eine halbe Stunde auseinander, hassen sich aber von ganzem Herzen. Der Düsseldorfer trinkt Altbier, das ist ein bisschen dunkler. Der Kölner trinkt Kölsch, das ist ein bisschen heller. Sie sind gebürtiger Düsseldorfer. Teilen Sie diese Abneigung gegen den Kölner an sich? Also ich teile sie überhaupt nicht. Ne? Ach, Herr Beckmann, Sie enttäuschen mich. Die ist eher so auf den Karneval bezogen und humoresk. Aber was das Altbier gibt, da hat mir ein Düsseldorfer, der Herr Dr. Droste, der den großen Verlag leitet, folgenden Witz erzählt. Da sind, werden 3 Altbiere hingestellt und ein Kölsch drunter gemischt und mit verbundenen Augen muss getestet werden. Ja. Dann kommt der Proband an das Kölsch und soll sagen, er sagt, hat Ührige und Füchschenbier und so und so Bier und jetzt kommt er da an das Kölsch und da sagt er, das Pät hätte Zucker. Das muss man kurz übersetzen. Der dachte, das sei eine Urinprobe eines Pferdes und das ist Diabetes krank. Okay, der Witz ist immer wieder auch sehr anspruchsvoll. Aber Sie fahren schon mal nach Köln, oder? Ja, für ein gerne. Konzert schon. Ja, gerne. Ja. Vor allen Dingen zum WDR. Ich muss fairerweise sagen, ich finde den Kölner Karneval eigentlich lustiger. Ja, der ist etwas noch bodenständiger. Ne? Ja. Aber zum Düsseldorfer Karneval darf ich sagen, der Rüttgers, der Ministerpräsident Rüttgers, der hat im Jahre 2008 1,1 Millionen das gesamte Geld, was für Obdachlose war im Haushalt, und Herr Laschet war mit dabei, aus dem Haushalt streichen wollen, komplett streichen wollen. Ne?
Ja. Und da habe ich mir, war immer die erste Demonstration meines Lebens mit dem Cello da vorgesetzt vom Landtag und gespielt. Ganz alleine? Nee, waren auch noch die Mönche da und teilten Suppen aus. Und okay. Dann war nachher noch ein Hearing im Landtag. Ja. Und die Frauen von der CDU standen nachher auf unserer Seite und auch die ganzen Ausschüsse waren auf unserer Seite. Ja. Aber es passierte immer noch nichts. Und da hat der Düsseldorfer Karneval einen Wagen gebaut, im Februar 2009, der Jacques Tilly, wo der Rüttgers mit so einem Baseballschläger in mein Cello schlägt. Und der dann in jeder Nachrichtensendung überall im Fernsehen zu sehen war. Ja. Und sag mal, er wurde ja auch von den erzkonservativen Kräften des Düsseldorfer Karnevals abgesegnet. Ja, ja, ja. Da war am Aschermittwoch die Million wieder drin. Das war nämlich wirklich ein Millionchen. Das war wenig Geld Land für sowas. Dafür müssen sie lange spielen. Ja, da müssen wir spielen. Ne? Aber das hatte sich nicht gehört. Also der Karneval hat was genutzt, kann durchaus politischen Druck entfachen. Ja, genau. Wie stehen Sie zu Weihnachten? Müssen Sie durchspielen an den Festtagen? Nein, ich bin zu Hause. Ja. Und Weihnachten, die Weihnachtsatmosphäre ist ja in Deutschland etwas Einmaliges. Und zum Beispiel in Japan gibt es das Fest in dem Sinne ja nicht. Ja. Und also ich bin bei meiner 87-jährigen blinden Mutter und mit meinen Brüdern kommen und Freunde. Wir haben eine schöne Krippe aufgebaut. Ich bin auch so ein halber Tiroler, denn meine Mutter kommt aus Tirol und da hat das Krippenbauen so eine Tradition. Und also Weihnachten ist das Fest der Liebe. Nicht? Traditionell mit Weihnachtsbaum, mit Gans, mit Stollen. Ja, wir haben Rehrücken. Rehrücken, okay, das lassen wir gelten, oder? Ja. Singen Sie? In der Familie? Wir singen schon. Wir singen Weihnachtslieder dann auch. Ja. Und im Cello spiele ich was vor. Ja. So, und versuchen das. Also, ich will nicht abscheiden, es ist auch immer ein Mordsstress, ne? Mit der Natürlich. Kocherei und ja. dass das alles schöne Tage werden. Und gerade diesmal ist es ja unheimlich lange. Das geht ja Samstag, Sonntag, dann das kommt Heiligabend. Ja, ja, ja. Wir sind 5 Tage ja am Feiern letztlich. Das eigentlich ist der sicherste Weg zum Familienkrach. Ja, eigentlich schon. Die Bilanzgespräche. Ja, aber wenn es dann zu arg wird, holen Sie das Cello raus und dann ist auch wieder gut. Sind Ihre Brüder, bringen ja auch Instrumente mit? Ja, die sind, also 2 sind in München. Ja. Und weil wir eben wir da in Tirol unseren Bezug auch haben. Aber der andere, der Ludger, der spielt Klavier. Ne? So. Ja. Herr Beckmann, wir kommen jetzt nochmal ganz knallhart zu unserem typisch deutsch Spiel. Sie kriegen zwei Antwortmöglichkeiten und müssen sich für eine entscheiden. Dur oder Moll? Dur. Dur. Lieber die Royal Albert Hall oder die Berliner Philharmonie? Die Berliner Philharmonie. Altbier oder Rotwein? Altbier. Solo oder Duo? Duo. Vielen Dank, das war Thomas Beckmann und das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Wir haben gesprochen über Kältekonzerte und die Köhe in Düsseldorf. Wir wünschen allen, die das Fest feiern, ganz fröhliche Weihnachtstage. Ihnen alles Gute. Tschüss.